Guten Tag, Freunde der Mittagssonne. Ich begrüße euch zu einem weiteren Let's Play von mir. Und zwar befinden wir uns heute in der Welt von Echo of Soul. Dies ist ein MMORPG. Und zwar ist es gerade in der Open Beta. Und ich habe mir gedacht, warum nicht? Fängt es einfach mal an und schauen wir mal, was uns in dieser Welt erwarten wird. Jedenfalls sieht es gerade schon sehr schön aus. Aber auf jeden Fall nicht lange drum gerede. Wir werden jetzt erstmal in diesem empfohlenen Server Serefa uns verbinden. Los geht's mit der Charaktererstellung. Ich stehe ja so auf Anime-Spiele und so wie ich gelesen habe, ist dieses Spiel auch sehr auf Anime basiert. Und ja, und wir bekommen in der Charaktererstellung. Werden wir mal so uns mal so ein bisschen so durchklicken und mal ein bisschen lesen, was die alle so abgeht hier. Fangen wir mal hier vorne an. Da haben wir einmal diesen Krieger. Ein Krieger vergangener Königreiche. Ein wahrer Krieger steht unerschütterlich für seine Ideale ein. Er gibt niemals auf und stürzt sich erhobenen Hauptes in den Kampf. Schwache Angriffskraft macht er durch eine hohe Verteidigungskraft wieder wett. Gnadenlos kämpft er an vorderster Front. Und so wie ich hier sehe, sind das die einzelnen Bereiche, die man während des Spiels angehen kann. Einmal den Berserker und einmal den Beschützer. Der Berserker, cool gemacht hier mit der Spielschwierigkeit hier. Dieser wilde Krieger heilt seinen Feind mit starken Attacken und kritischen Treffern ein. Mit Kettenangriffen fügt er ihm großen Schaden zu. Ja, das macht er. Und der Beschützer, ein widerstandsfähiges Talent, mit dem man die Rolle des Tanks übernehmen kann. Diverse Überlebensskills erleichtern dir den Kampf. Dieser Krieger ist ein zuverlässiger Tank, der seine Verbündeten im Kampf stützt. Interessant. Aber das ist noch lange nicht alles, was wir haben. Wir haben noch 1, 2, 3, 4 weitere hier. Was ist das hier? Ein Schurke. Der Weg des einsamen Assassinen. Mit allen Wassern gewaschen. Schurken können Feinden auf unterschiedlichste Weise Einhalt gebieten. Ob explosive Attacken, kritische Treffer oder Gift. Der Schurke ist mit allem gerüstet. Das erinnert mich ein bisschen an WoW hier. Aber egal. Es ist ein anderes Spiel und wir sind jetzt hier. Man kann den Weg eines Duellanten einschlagen mit einer Schwierigkeit von 3 Sternen. Mit mächtigen Kettenangriffen und flinken Bewegungen überlistest du deine Feinde. Du kannst gegnerischen Attacken gut ausweichen und so siegreich aus Kämpfen hervorgehen. Aha, und der Assassine ist sogar extrem schwer angeblich. Ich weiß es nicht. Müssen wir einfach mal testen. Ich weiß nicht, ob ihr das macht. Ich schaue gleich einfach mal. Mit diversen Dot-Attacken, also Damage over Time-Attacken ausgerüstet, teilst du großen Schaden aus und schwächst so deine Feinde. Je taktischer du spielst, desto mehr Schaden verursachst du. Ja, meine Lesekünste sind heute bescheiden. Der Schurke. Interessant. Eine Hüterin. Das sieht so mehr nach einem Heiler aus oder sowas. Eins mit der Natur. Die Hüterin zieht ihre Kraft aus der Natur. Sie kämpft, um das zu schützen, was von der Göttin mit ihrem Leben beschützt hat. Unsere Welt. Dafür belohnen die Naturgeister sie mit starken Attacken und großem Ausweichvermögen. Sie ist so für dynamische Kämpfe bestens gerüstet. Oh, sexy Hexe hier mit ihrem langen Stab da. Kann man die drehen? Nee, kann man noch nicht. So, die Wege. Einmal die Sturmruferin. Schwierigkeit 2 Sterne. Eine Kämpferklasse mit starken Angriffskills. Deine Gegner werden mit mächtigen Attacken malträtiert, während du Verbündete mit Hütersteinen unterstützt. Aha, und die Erdruferin ist ein widerstandsfähiges Talent, mit dem du in die Rolle des Tanks schlüpfen kannst. Mit Hütersteinen und unterstützenden Skills stärkst du deine Verbündeten. Noch eine Tankklasse. Ist ja cool. Diesmal gibt es 2 und nicht immer nur eine Standardkrieger, sondern auch mal was ganz anderes. Das ist ja richtig cool. Dann haben wir die sagenumwogenen Magierin. Die gibt es natürlich überall. Das Magie-Genie. Sie reist auf den Pfaden der Magie, um die Ehre der Magie wiederherzustellen. Durch ihre perfekte Kontrolle über Feuer und Eis ist sie perfekt für den Fernkampf gerüstet. Was hat die denn für einen Schwanz hinten raushängen? Die Pyromantin. Ein offensives Talent mit Feuerattacken. Mit Feuerzeichen beherrschst du die Flammen. Die Feuermagierin verfügt über besonders starke Angriffe. Das habe ich mir schon fast gedacht. Und die Kryomantin. Ein dynamisches Talent mit Eisattacken. Mit starken AOE-Angriffen kannst du mehrere Gegner gleichzeitig schaden. Eiszeichen erlauben dir, je nach Situation die richtigen Attacken einzusetzen.
Oh, Magierin klingt schon interessant. Das ist immer so mein Favorite. Meistens zumindest. Ich stehe eigentlich immer mehr so auf Fernkampfkassen, Klassen als auf Nahkampf. Aber manchmal ist Nahkampf auch lustig. Aber auf jeden Fall finde ich die Musik richtig episch. Es ist richtig geil. Das gefällt mir. Dann haben wir noch die Waldläuferin. Vielseitigkeit ist ihre Stärke. Die Waldläuferin ist ein Kind der Natur. Mit unnachgiebigem Willen kämpft sie für ihr Zuhause, ob mit Pfeilen oder Melodien. Sie ist immer ein wertvolles Gruppenmitglied, auf das Verlass ist. Mit Musik kämpft sie. Ja, mit dieser Musik bannt man sowieso gerade alles um. Einmal die Schützin, ob Dot-Attacken oder mächtige Pfeilschüsse, die sofort hart treffen. Die Schützin ist für beides gerüstet. Ihre flinken Pfeile heizen jedem Feind ein. Geil. Und eine Bardin. Oh, auch 5 Sterne. Mit Melodien und Kettenangriffen stärkst du deine Verbündeten und schwächst Feinde. Die Bardin ist mit ihrer unterstützenden Melodien für jede Gruppe eine große Hilfe. Auch cool. Aber ich hab jetzt nicht so wirklich eine Heilerklasse gefunden. Gibt es hier sowas überhaupt? Ich glaube, das war die Hüterin. Aber irgendwie... Ja, lassen wir uns einfach mal überraschen. Werden wir uns mal für eine Klasse auswählen? Waldläuferin, Magierin... Ich bin aber so ein Favorite für Magierin, aber es ist auch immer langweilig, immer dasselbe zu spielen. Krieger, hau drauf, Prügel. Ist halt immer so Standard. Ein Schurke... Mit seinem Haarschnitt nicht. Ich nehme mal so eine Magier. Nee. So eine Waldläuferin machen wir mal. Eine Waldläuferin. Sexy, hinterm Busch, mit Schmetterling. Gehen wir mal weiter. Was haben wir denn jetzt? Kleidung ausprobieren. Andere Ausrüstung ausprobieren. Was soll das heißen? Guck mal, hier schon mit Feintütü und so. Ja, weiß, oh, hier mit Strapse und all sowas. Ab wann ist das Spiel? Rein, raus, kann man drehen? Die kann man gar nicht männlich oder weiblich machen. Es sind immer nur die einzelnen Klassen, die man sich gerade ausgewählt hat. So wie ich das gerade hier sehe. Ja, wenn wir uns mal für eine Waldläuferin, ist mehr so... Wir machen so mehr so Busch hier, so ein Braun und sowas, ne? Da immer diese Vorurteile. Wir machen mal so eine Prinzessin, Waldläuferin, knallblaue Augen. Kopfschmuck. Hier. Fein Häschen haben wir hier, ne? Auch wenn ich nicht pfeifen kann. Was war das jetzt? Was ist das denn? Ne. Hier so ein Diadem, was falsch auf den Kopf gesetzt wurde. Ein Helm? Nee. Hier so, Captain. Ohne? Damit? Wir machen einfach mal... The Captain is geboren. Aber es sieht auch doof aus. Ich möchte mehr von meinem ganzen Charakter sehen. Ich hasse das immer, wenn hier so Helme... Oh, den ganzen Kopf bedecken oder so, weil das kann ich gar nicht haben. Ich muss mal was von meinem Charakter sehen und nicht die Ausrüstungsgegenstände. Die sind meistens langweilig. Wir nehmen einfach mal das hier. Klein und fein, aber doch ein bisschen Akzent mit drin. Und dann haben wir noch den Köcher. Oh, die sehen auch alle geil aus. Der hat was richtig geil gemacht hier. Der sieht ja auch Porno aus. Was haben wir noch? Die sehen alle geil aus, aber den finde ich immer noch am schönsten. Aber das werden wahrscheinlich sowieso die meisten haben. Aber da wir ja gesagt haben, dass wir so ein kleines Prinzesschen-Waldläuferin machen, nehmen wir mal sowas Handtaschenähnliches. Entweder das oder das. Das sieht so 0815 aus, so ein bisschen zu dem, was ich machen will. Also nehmen wir mal diesen hier. Dann gehen wir mal von links nach rechts zum Charakternamen erstellen. Da es ja eine Waldläuferin ist und so elfisch aussieht mit ihren langen Ohren, habe ich immer meinen Standardnamen. Wenn es um Elfen geht, wird sie Valrisea genannt. Man nenne sie Valrisea. Es ist so mein Standardname halt. Überall, wenn das so aussieht, Frau, Valrisea, Elfe, ist so. So, dann haben wir noch verschiedene Haare, die im Wind wehen. Woo!
So, was haben wir noch? Mhm. Ja, das sieht so mehr nach Japsa aus. Das auch. Eine Waldläuferin. Was passt zu einer Waldläuferin? Mehr so wuschelig durch den Kopf gegangen oder sowas, ne? Das hatten wir gerade schon. Ne, so ein halber Punker. Aber die sind auch alle. Guck mal, richtig schön animiert hier alles hier. Hier bewegt sich ja alles. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Zöpfchen. Oder so ein Zöpfchen. Was man hier noch alles einstellen kann. Mann. Wir nehmen einfach mal die Pornopalme auf dem Kopf. Haarfarbe. Oma. Grün, blau, Waldläuferin. Ja, Waldrisea hat immer gerne bunte Haare. So ein komisches Blau. Oh, so ein komisches Blau ist schon cool. Gesicht. Auch so einige Gesichtsfarben. Kann man die auch noch ändern? Ach, das... Ja, können einen auf Jar Jar Binks machen hier. Na, wir bleiben schon normal. Wir machen nichts Buntes hier. Nee. Ach, da werden die Ohren gleich auch länger. Gehen wir mal ein bisschen näher ran, damit man was sieht hier. Na, die gucken ein bisschen döselig. Das gefällt mir schon ganz gut. Arrogant. Oh, Kleeblatt. Ein Vierblatt. Ach, mit Sterne und Funkeln. Oh. Der hat ein bisschen zu viel Drogen genommen. So richtig glasig, zu viel gesoffen. Oh, hier mit Sternchen im Auge, so, ja. Machen wir hier so leicht grünlichen Ton da rein. Tattoos. Sind das so? Ach, Gesichtstattoos? Wie so ein Pflaster. Hab ich geschnitten, aua. Ein falscher Inder. Oh, das sieht auch schon cool aus. Ein Schmetterling, aber das war viel zu übertrieben. Oh, das geht auch schon. Oder so. Oh, das sieht auch cool aus. Man kann sich gar nicht entscheiden, was man nehmen will. Nee, das ist ja wieder so macho-like. Das brauche ich nicht. Was haben wir denn? Jo, wir haben ein Tattoo im Gesicht. Wer tätowiert sich bitte schön ein Bart? Naja. Das fand ich schon ganz cool. Lassen wir so, bleibt so. Was haben wir hier? Kopfbreite. Dickschädel und so. Nee, brauchen wir alles nicht. Ganz normal. Ich wollte nicht aus der Masse hervorspringen. Dann fällt das ja auch noch auf. Oh, lange Beine. Das ist cool. Ich habe noch nie ein Spiel gesehen, wo man die Beinlänge einstellen kann. Nur die Beinlänge. Machen wir mal ein bisschen länger, ne? Die muss ja schnell laufen können hier. Größe. Ein bisschen kleiner so. So, glaub soweit haben wir es alles. Ach, das war schon abschließend. Ja, somit ist unsere Waldläuferin Charakter mit diesem Namen erstellen. Unsere Waldläuferin erstellt. Ja, Charaktererstellung sieht immer schön aus. Und so sieht es am Ende aus. Ich hoffe, wir werden ganz viel Spaß haben in diesem Spiel. Ich bin schon ganz aufgeregt. Wir beginnen im belagerten Brindunwald. Spiel starten. Herzlich willkommen in der Welt. Tipp. In der Weltkarte kannst du dir das Questgebiet anzeigen lassen. Oh, ich bin aufgeregt. Auf geht's. Oh, alles so Baumchiller hier. Ne? Ich dachte, wir sind im belagerten Wald hier und die chillen jetzt mal ganz gemütlich auf dem Baum und gucken hier Richtung Kamera und die guckt weg. Das ist so fotogen hier, oder?